Das ist Tom. Tom freut sich, denn Tom hat soeben seinen ersten Job bekommen. Mit seinem Chef hat Tom ein Gehalt von 3000 Euro vereinbart. Am Ende des Monats erhält Tom seine erste Entgeltabrechnung. Doch halt, was ist das? Tom hat nur 1.926,63 € ausgezahlt bekommen. Tom beschließt, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Dazu spricht er zunächst mit Simone aus der Lohnbuchhaltung. Simone erklärt ihm die Sache mit der Entgeltabrechnung einmal etwas genauer. Die 3.000 Euro, die Tom mit seinem Chef ausgehandelt hat, sind das sogenannte Bruttogehalt. Dieses dient als Berechnungsgrundlage für das Nettogehalt. Das Nettogehalt ist das Geld, was Tom tatsächlich am Monatsende ausgezahlt bekommt. Es errechnet sich als Differenz zwischen dem Bruttogehalt und bestimmten Abzügen. Bei diesen Abzügen handelt es sich um Steuern und um die Abgaben für die Sozialversicherung, also die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung. Für die Sozialabgaben gibt es gesetzlich festgelegte Beitragssätze. Für die Krankenversicherung wird ein Beitragssatz von 24,6% berechnet. Dazu kommt noch der sogenannte kassenindividuelle Zusatzbeitrag, den wir hier für ein Beispiel mit 0,8% hinzugenommen haben. Der Beitrag ist anteilig von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlen, deshalb die 2 unter dem Bruchstrich. Für Tom ergeben sich somit insgesamt Abzüge für die Krankenversicherung von 231 Euro. Für die Rentenversicherung liegt der Beitragssatz bei 18,6%. Auch hier zahlen wieder Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Betrag anteilig. Für Tom heißt das, dass ihm noch einmal 279 Euro abgezogen werden. Die Arbeitslosenversicherung schlägt mit einem Beitragssatz von 2,5% zu Buche. Wenn wir die anteilige Zahlung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer berücksichtigen, kommen wir auf einen Abzug von 37,50 €. Für die Pflegeversicherung wird ein anteiliger Beitragssatz von 3,05% berechnet. Allerdings gibt es eine Zusatzregelung. Menschen, die über 23 sind und noch keine Kinder haben, müssen zusätzlich 0,25% auf ihr Bruttoeinkommen aus der eigenen Tasche bezahlen. Diese 0,25% sind nicht anteilig zu bezahlen. Für Tom heißt das, da er unter 23 ist, er muss 45,75 € für die Pflegeversicherung bezahlen. Weiterhin fordert der Staat von Tom die sogenannte Lohnsteuer in Höhe von 419,33 € ein. Die Berechnung ist allerdings so kompliziert, dass sie hier nicht weiter behandelt wird. Da Tom Mitglied in der Kirche ist, muss er auch die Kirchensteuer bezahlen. Diese wird mit 9% von der Lohnsteuer berechnet. Für Tom heißt das, dass zusätzlich noch einmal 37,73 € von seinem Gehalt abgezogen werden. Zuletzt muss Tom noch den Solidaritätszuschlag bezahlen. Dieser beträgt 5,5% von der Lohnsteuer. Das heißt, dass zusätzlich noch einmal 23,06 € von seinem Gehalt abgezogen werden. Bei der Entgeltberechnung gibt es außerdem einige Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten. Menschen, deren monatlicher Verdienst unterhalb der sogenannten Geringverdienergrenze liegt, müssen keine Abgaben bezahlen. Oberhalb von 4.537,50 € werden die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung und oberhalb von 6.700 € für Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht mehr angehoben. Jetzt weiß Tom endlich, wie sich seine Entgeltabrechnung zusammensetzt. Tom bedankt sich höflich bei Simone und freut sich, denn heute hat Tom etwas dazugelernt. Make media.